Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich einmal über die Tücken der Wechseljahre sprechen. Die sind bei mir ungefähr 10 Jahre her. Da hat alles sich verändert und ich auch. Nicht ganz 10 Jahre. Und ich komme auf dieses Thema, weil ich natürlich auch YouTube-Videos gucke. Ich gucke einige Vloggerinnen, die sind, ja, ich würde mal sagen, so 15, wenn nicht sogar 20 Jahre jünger als ich, weil es einfach kaum Frauen in meinem Alter gibt, die gute Vlogs machen. Manchmal sind es eben Frauen, die Beauty-Videos machen und ab und zu mal vloggen. Da merkt man auch, dass das etwas ja unnatürlich noch ist. Sie reden unnatürlich, sie bewegen sich unnatürlich, sie zeigen auch nur das, was unnatürlich ist. Also ein total aufgeräumtes Zuhause, Styling ist. Moment, wir müssen ins andere Zimmer, weil das ist so laut wieder hier, ne? Nervt mich auch. Und dann zeigen sie alles sehr, sehr steril, würde ich sagen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unserem Alter, weil wir ja doch auch noch so ein bisschen die alte Schule sind. Also sprich, man hat noch so den Anspruch, wenn Gäste kommen, wenn jemand im Haus ist, wenn jemand in unser Zuhause guckt, muss alles aufgeräumt sein, sauber sein, möglichst auch mit Blümchen und ja, sehr, sehr unnatürlich zumindest. Ich glaube nicht, dass viele zu Hause so oder viele Wohnungen und Häuser so aussehen, wie sie dann in der Kamera präsentiert werden. Und das ist eben der Fall, wenn Leute, die nicht täglich vloggen, Vlogs machen. Ich glaube, das kann man nur, man kann wirklich nur so in die wahre Realität reingucken, wenn man auch wirklich täglich vloggt. Ja, weil du kannst nicht täglich alles tipptopp in Ordnung halten. Jeder lebt ja auch in seinem Zuhause und da liegt dann schon mal eine Socke rum und da hängt dann schon mal irgendwas in der Kamera, was man eigentlich nicht sehen soll. Und da ist dann vielleicht auch mal was dreckig oder nicht so, wie es normalerweise präsentiert werden sollte in der breiten Öffentlichkeit. Und deswegen gucke ich mir leider auch, weil ich sage leider, weil mich natürlich auch lieber, ich würde auch lieber gerne Frauen angucken in meinem Alter, die alles auch so machen, wie ich es mache. Also nicht, ne, eben ganz normal sein Reality Life ins Internet stellen. Das machen die meisten einfach gar nicht. Ja, das machen auch die Jungen nicht. Die Jungen noch viel weniger. Und deswegen gucke ich mir Vloggerinnen an, die mindestens so 10, 15, wenn nicht noch jünger sind als ich. Und einige Frauen haben natürlich jetzt inzwischen auch schon erwachsene Kinder, die vielleicht noch zu Hause leben und kommen jetzt in die Wechseljahre. Ja, ist mir gerade eben wieder richtig aufgefallen. Ich habe länger nicht reingeguckt in diesen Vlog. Ich habe die Frau, ja, ab und zu schaue ich mal rein, wenn mich irgendein Thema interessiert. Sie kocht auch gerne und manchmal auch türkisch und dann gucke ich schon mal rein, habe gesehen, dass sie sich sehr verändert hat, körperlich sehr verändert. Sie achtet sehr auf ihr Aussehen jetzt und hat sehr stark abgenommen, was ihr, finde ich, überhaupt nicht gut steht, ja. Weil man natürlich sich in einen YouTuber, man hat sich daran gewöhnt und man mochte den YouTuber ja auch, weil diese dann eben so war, wie sie eben war. Sie war sehr natürlich, sie war gar nicht eingebildet und sie war auch nicht so gekünstelt. Ja, sie war sehr, sehr Mutter und eine liebe Frau einfach. Und als ich da eben reingeguckt habe, wie gesagt, ich habe schon manchmal reingeguckt, aber nur so ganz kurz, wenn sie irgendwas gekocht hat, dann habe ich wieder weggeschaltet, habe natürlich gesehen, dass sie sehr stark abgenommen hat und sich auch äußerlich sehr, ja, sie kleidet sich modischer, sie achtet mehr drauf, was sie anzieht, das muss alles, sieht alles perfekt aus, sieht auch gut gestylt aus, keine Frage, macht sie sehr toll. Aber sie hat sich so verändert, dass mir diese Frau nicht mehr gefällt. Nicht dadurch bedingt, dass sie abgenommen hat, was ich auch nicht schön finde, weil es hat einfach zu ihr gepasst, dieses Pummelige, sondern es liegt daran, dass sie eingebildet geworden ist. Ja, und das merkt man. Sie freut sich über ihr Aussehen. Sie freut sich, dass sie sich verändert hat und glaubt, damit ein bisschen
ja, auch spielen zu können in der Kamera, und finde ich überhaupt nicht gut. Jemand, der da lange nicht reingeguckt hat, merkt richtig, wie die Frau in den Wechseljahren ist. Sie hat es nicht gesagt, aber ich bin ziemlich sicher, wenn sie nicht drin ist, kommt sie bald rein. Und das ist so typisch für die Wechseljahre, dass ich habe schon oft Frauen in den Wechseljahren auf YouTube gesehen und die Veränderung wirklich nicht gut gefunden, weil es sieht nicht mehr natürlich aus. Es sieht einfach gekünstelt aus. Und sie werden ein wenig, sie heben ein bisschen ab, ja. Und dann habe ich so die Vergleiche mit mir gezogen, als ich da vor knapp 10 Jahren in den Wechseljahren war. Und wie ihr ja wisst, bin ich ganz persönlich sehr extrem geworden, ja. Und zwar richtig extrem. Und alles das, was ich an anderen Frauen jetzt sehr abgeschwächt, ja, so kacke finde, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es total unnatürlich ist und überhaupt nicht zu ihr passt und gar nicht mehr dem alten Menschen entsprach, den man so gerne mochte, muss ich mir selber ganz dicke an die eigene Nase fassen. Und ich bin ja total am Rad, habe ich ja gedreht. Ja, ich habe Perücken aufgesetzt, ich habe Extensions reingemacht, ich habe das alles auch selber gemacht. Ich habe es nicht machen lassen, weil sparsam war ich schon immer. Ne? Ich habe Klamotten genäht, ich habe total auch enge Kleidung angezogen. Ich wurde viel offener, ich habe geschminkt, was das Zeug hält. Ich habe total verrückte Sachen gemacht, ja, und fand mich auch toll, ja. Ich habe auch gedacht, oh mein Gott, ob ich jetzt wirklich eingebildeter geworden bin, vielleicht habe ich jetzt so, ich kann meine alten Videos ja angucken, ne, habe ich jetzt so nicht gesehen. Ich glaube nicht, weil auch meine Kinder mich natürlich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und gerade diese Zeit war eine sehr, 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 sehr schwere Zeit für mich. Wir haben viele Probleme gehabt zu dem Zeitpunkt, sodass ich eigentlich gar keinen Nerv dafür hatte, abzuheben. Aber ich habe sehr auf mein Äußeres geachtet. Ob das ein Phänomen der Wechseljahre ist? Wahrscheinlich, ja. Man verliert wahrscheinlich so ein bisschen sein altes Frausein. Man kann keine Kinder mehr bekommen. Es geht alles so ein bisschen in Richtung alt, und man versucht wahrscheinlich, das Ganze sehr vehement entgegenzusetzen, indem man noch mehr auf sich achtet oder erst recht auf sich achtet, auf sein Äußeres achtet, auf seine Klamotten achtet, auf sein Gesicht achtet. Man kauft sich alle möglichen Sachen und schmiert sie sich überall hin, um Faltenbildung zu verhindern, um Falten wegzumachen, um Falten zu minimieren, ja. Ich glaube, eins der größten Themen in meiner Altersklasse ist die Bekämpfung der Falten, ja. Und ich glaube einfach, dass wir Frauen ein Problem damit haben, grundsätzlich einmal alt zu werden und nicht mehr eben fruchtbar zu sein und nicht mehr glauben, dann auch begehrenswert zu sein für den Ehemann oder wenn man halt Single ist, für wen auch immer. Und das Ganze ist sehr interessant zu beobachten, weil mir ist das eben wieder richtig aufgefallen. Sie hat sich so zum Negativen verändert, ja. Und sie ist wirklich ein bisschen angeberisch geworden. Und das, obwohl auch da der Glaube ihrerseits entgegenspricht, ja, wir dürfen das gar nicht. Wir dürfen auf gar keinen Fall, wir Muslime, hochnäsig werden. Wir dürfen auf gar keinen Fall uns mit dem positionieren, was wir von Allah bekommen haben. Wir dürfen uns überhaupt nicht über andere stellen und glauben, wir seien besonders, ja, sondern im Gegenteil, wir sollten sehr bedacht und sehr rücksichtsvoll und vor allen Dingen auch sehr dezent sein und nicht eben auffällig und etwas ganz und als etwas Besonderes uns fühlen und angeben, und alles, was in die Richtung geht, ist wirklich, wirklich, wirklich das Letzte, was wir tun sollten, wenn wir gläubige Muslime sind. Und das ausgerechnet dann, wenn wir unser Leben als junge Frau, als fruchtbare Frau mit der Möglichkeit, Kinder zu bekommen, ja, das ist ja der Sinn der Sache da, warum die Regelblutung auch stattfindet. Das haben wir alles gelebt. Ja. Im Idealfall treten die Wechseljahre also mit 45 ein. Bei mir sind sie tatsächlich schon mit knapp 40 eingetreten. Wahrscheinlich vielleicht wegen der Kinder. Ich weiß es nicht.
Jedenfalls habe ich nicht körperlich damit zu kämpfen gehabt. Natürlich hatte ich auch Hitzewallungen und hatte sicherlich ganz viele Stimmungsschwankungen. Das will ich nicht ausschließen, aber ich habe sie körperlich eigentlich relativ gut überstanden. Das Einzige, was das Problem war, sind eben meine Spleens, die ich dann entwickelt habe, ja, gegen das Alter zu kämpfen, obwohl ich eigentlich nie ein Problem mit dem Alter an sich habe. Das ist etwas ganz, was ist total automatisch passiert, ja, dass ich sehr dann darauf bedacht war, auf mein Äußeres. Dass diese Veränderung so ad hoc stattfindet, ist aber in meinem Leben nichts Besonderes, weil so alle 2 Jahre, das kennt ihr ja von mir, krempel ich mein Leben einmal komplett um und suche mir ganz viele neue Sachen, die ich mache. Das an sich ist nichts Besonderes bei mir, aber dass das so auf das Äußere fixiert war, das war besonders. Das, was dann alles danach kam und was daraus entstanden ist, ist ja eigentlich was Positives, also zumindestens glaube ich das, weil ich habe dann ja auch bald angefangen, YouTube zu machen und Instagram ganz besonders sogar. Man kann da, wenn euch das interessiert, so auf Instagram meine ganzen Aktivitäten noch bewundern, weil die ganzen Fotos, die ich damals gemacht habe, sind ja alle noch dort zu bewundern oder sich anzuschauen und manchmal auch vielleicht mit einem Kopfschütteln zu betrachten. Das war aber schon Instagram und YouTube habe ich schon so in der Endphase begonnen. Also da habe ich das alles schon durchlebt und die ganzen Verrücktheiten schon so ein bisschen hinter mich gebracht, aber man kann die Reste, kann man noch bewundern dort. Genau. Und warum ich dieses Video mache, ist einfach vielleicht der Rat, das Ganze ein wenig mit Bedacht zu tun, ja. Also warum sollten wir denn auf einmal noch mehr darauf achten, wie wir aussehen und wie wir auf andere wirken? Lasst uns mit unserem Charakter wirken. Natürlich soll man es sich gehen lassen, aber auch nicht so aufdrehen, ja, wie wir das leider typischerweise in den Wechseljahren tun. Nicht alle natürlich, aber viele, ja. Viele Frauen tun das wirklich. Und auch Frauen, die bedeckt sind, die Muslima sind, die sich total bedecken. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr negativ aus meiner Altersphase, ich bin jetzt schon lange da raus, beobachte, weil man merkt das nicht, wenn man da drin ist. Und selbst wenn andere einem das sagen, mir wurde das oft gesagt, ich habe auf niemanden gehört. Ja, ich habe das nicht annehmen können und habe es auch nicht glauben können. Wenn ich heute diese Bilder sehe, dann fasse ich mir natürlich manchmal in den Kopf, gerade die Perückenzeit war einfach, das fand ich normal, ne? Aber an sich finde ich das Gesicht geschminkt und herausgeputzt und auch die Klamotten, die ich getragen habe, sehr schön. Nur das Ganze aufs Doppelte und Dreifache zu übertreiben und zu steigern, war natürlich total falsch. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das Ganze, bevor das passiert, betrachtet jetzt und mir sich das Video anguckt und vielleicht, wenn es dann eintritt, wenn die Phase der Wechseljahre beginnt, dann an meine Worte denkt und das Ganze relaxed angeht. Wir haben unsere junge Zeit gehabt, wir haben Kinder bekommen, wir haben unsere Jugendjahre, unsere Frauenjahre und unsere beginnenden Wechseljahre ja überstanden. Und wenn wir nun in die Wechseljahre kommen und wenn wir nun ja, in einen neuen Lebensabschnitt starten, dann lasst uns das mit Würde tun und nicht mit eventuell einem hämischen Lächeln, welche die Umwelt für uns übrig hat, weil sie sich denkt, das ist einfach überhaupt nicht mehr die Frau, die wir vorher ja, bewundert haben und die wir vorher gut fanden und für die wir uns interessiert haben. Es ist einfach nur noch eine Übertreibung dessen, was die Person wirklich ausmacht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.